Ja, ich bin Kurun. Wir fahren heute auf den Yangkon. Das ist Sarah und sie ist heute Sarah. Ja, und wir fahren jetzt eigentlich los und dann sind wir so gegen Mittag dort. Bis dann. So, liebe Leute, jetzt komme ich endlich mal zum Vloggen. Ich habe ja den ganzen Tag bin ich schon beschäftigt mit Musikvideos und Auftritten und Zeug und ja. Ich kam eigentlich noch gar nicht dazu, aber jetzt kann ich endlich mal einen Vlog machen. Und ich habe Sarah wiedergefunden. Die hatte nämlich meine ganzen Sachen. Ich habe nicht mal ein Telefon gehabt und ich bin jetzt auf der Con herumgeirrt und habe sie Gott sei Dank dann gefunden. Habe sie eigentlich die ganze Zeit schon gesucht und ja, ich freue mich schon. Ich freue mich schon auf die Videos, die online kommen von ja, erstens Team Oricon und irgendwas mit Chaos irgendwie heißen die. Ich habe gerade den Namen wieder vergessen. Verdammt. Ja, ich habe schon wieder ganz viele neue Freunde kennengelernt, ganz viele neue Menschen getroffen. Und Grüße an die Liebe, die mich um ein Foto gebeten hat und gesagt hat, sie schaut meine Videos. Voll lieb von dir. Und ja, ich wollte mal was ansprechen. Geht es euch genauso, wenn ihr auf Conventions seid, dass ihr euch dann so zu Hause fühlt? Ich fühle mich, wenn ich auf Conventions bin, eigentlich immer ja, voll gut aufgehoben und geborgen und ja, das ist eigentlich voll dieses Heimatgefühl. Ich weiß, ich bin jetzt nicht weit von zu Hause weg, aber trotzdem fühlt man sich hier so unter Gleichgesinnten. Und ja, schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob euch das genauso geht. Ich muss jetzt demnächst mal was essen. Hab heute noch gar nichts gegessen und kaum was getrunken, obwohl es verdammt heiß ist. Und ja, mir ist heiß, das schaut nicht nur so aus. Spitze auch. Ja, eine sehr leckere Zusatzinformation. Nächste Woche kaufe ich mir noch Kontaktlinsen für dieses Cosplay. Und ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass es manche erkannt haben. Waren nicht viele, aber es haben manche erkannt. Und das freut mich. Der Cosplay-Wettbewerb wurde auch gefilmt. Der kommt dann auch online. Den stelle ich dann auch auf YouTube. Ja, und jetzt kommen noch ein paar so Eindrücke von den Yangkon 2016. Nach einem langen Tag haben wir nun endlich unser Essen bekommen. Itadakimasu. Mein Assistent, ich blende mich gerade dezent, aber ich muss euch etwas zeigen. Was ist das? Es ist ein Wolkenbruch und ein Gewitter. Apokalypse. Und wir können jetzt nicht nach Hause fahren. Nein, eigentlich nicht. Es ist jetzt schon ein bisschen ja. Die Straßen sind voll am Wasser. Aquaplaning hoch, irgendwas. Blitze hoch. Es gibt
nicht.